Liebe Menschen, will jetzt die CDU den Rechtsstaat abschaffen oder was soll das? Also jedenfalls geht es nicht mehr mit rechtsstaatlichen Methoden zu, was jetzt hier mit Artikel 13 los ist. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass die EU uns das World Wide Web dadurch versaut hat, dass sie eine Cookie-Richtlinie erlassen hat, dass jetzt auf jeder verfickten Website eine riesige Einblendung kommt, was Cookies sind und dass man Cookies setzen möchte, obwohl man in seinem Browser schon eingestellt hat, dass Cookies erlaubt sind. Soll ich jetzt auf jeder verfickten Website nochmal angeben, dass ich mit Cookies einverstanden bin? Wenn ich damit nicht einverstanden wäre, dann hätte ich das in meinem Browser geblockt, ja? Aber das kapieren solche Politiker ja nicht, weil sie ja überhaupt keine Ahnung von dem haben, was sie da regeln, ja? Und so ist es nämlich jetzt auch mit Artikel 13. Ihr habt bestimmt gehört von der Urheberrechtsreform. Worum geht es da? Nun, die EU möchte das Urheberrecht reformieren und im Kern der öffentlichen Diskussion steht der Artikel 13 und der Begriff der Upload-Filter. Ich will mal kurz erklären, worum es da geht. Also, man erwartet künftig von Online-Content-Sharing-Providers, von solchen also Online-Inhalte-Verteilplattformen, das sind YouTube, Facebook, Twitter und so weiter, aber auch Internetforen, dass sie dafür Sorge tragen, dass dort keine Inhalte hochgeladen werden, an denen weder die Hochladenden die Rechte haben, noch die Plattform selbst. Das heißt, man darf als User nur die Sachen hochladen, die einem selbst gehören, an denen man die Rechte hat. Wenn man das nicht hat, dann muss die Plattform die Rechte haben und wenn sie die auch nicht hat, dann muss sie unterbinden, dass diese Inhalte hochgeladen werden. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass das ja überhaupt nicht umsetzbar ist. Also bisher gab es ja das sogenannte Notice-and-Takedown-Verfahren. Das heißt, eine Plattform hat nicht gehaftet für Urheberrechtsverletzungen, wenn sie erfahren hat, dass eine Urheberrechtsverletzung begangen wurde, diese Inhalte bei sich auf der Plattform gesperrt hat. Und dann war nämlich nur der User haftbar, der das Ganze da hochgeladen hat, nicht aber die Plattform. Das heißt, der Urheber konnte sich nur an den User halten, falls der ermittelbar war. Wenn nicht, dann hatte der Urheber Pech gehabt. Artikel 13 will unter bestimmten Umständen die Betreiber der Plattformen in die Haftung nehmen, sodass also das Geschäftsmodell für die Social-Media-Plattformen in Europa damit dahin wäre. Das wäre die Konsequenz. Also YouTube, Facebook und so weiter, die könnten im Prinzip zumachen in Europa, wenn das hier so kommt. Denn was verlangt die EU von den Plattformbetreibern? Naja, wenn es nach Artikel 13 geht, dann soll in Zukunft jede Plattform dafür sorgen, dass sie Lizenzverträge mit Urhebern schließt, um dann im Besitz der Rechte zu sein, für den Fall, dass jemand etwas hochlädt, das an dem Rechte bestehen. So, das bedeutet, man müsste Lizenzverträge mit der ganzen Welt schließen, mit jedem Urheber auf der Welt, ja, auch mit mir zum Beispiel. Dazu müsste man erstmal wissen, welches urheberrechtlich geschützte Material ich überhaupt produziert habe, aber ist egal. Am besten mal mit jedem Menschen auf der Welt erstmal eine Lizenzvereinbarung schließen. Das geht natürlich nicht, ja. Und dann wäre der nächste Schritt, wenn das nicht geht, wenn man keine Lizenzverträge hat, dann muss man die Inhalte, für die man keine Lizenzverträge hat, blockieren. Wie soll denn in aller Welt das funktionieren? Das kann ja gar nicht funktionieren. Das funktioniert nicht mal mit einem Upload-Filter. Theoretisch wäre das so, alle Urheber dieser Welt, also auch ich, wenn ich hier Videos mache, wenn ich Fotos mache, wenn ich Texte schreibe, müsste diese Werke anmelden und der Plattform mitteilen, ja, der Plattform, einer jeden Plattform genauer gesagt, und die müssten dann diese Inhalte bei sich in den Filter reingeben, um das dann abzugleichen, wenn jemand irgendwas hochlädt, was dann diesen urheberrechtlich geschützten Werken entspricht, die da gemeldet wurden, dann müsste der Filter zuschlagen und dann müsste der Upload blockiert werden. Das ist aber völlig unmöglich, da müsste man ja alle Werke dieser Welt in diesen Filter reingeben. Wer soll denn das alles speichern? Und das müsste jede Plattform machen, die da im Internet draußen ist. Okay, eine junge Plattform, jünger als 3 Jahre und so, die muss es nicht, aber ab da dann schon. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren, ja. Und was wäre die Konsequenz? Naja, so ein Anbieter wie YouTube, der schon ein gutes Content-ID-System hat, der könnte seinen Upload-Filter den anderen vermieten sozusagen, weil der ja schon, der gilt ja schon als der beste Upload-Filter der Welt. Das heißt, dann würden alle anderen Plattformen alles, was bei ihnen hochgeladen wird, nochmal bei Google bzw. YouTube durchleiten, um das Ganze abzugleichen auf Urheberrechtsverletzungen. Und dann wüsste Google irgendwann über alles Bescheid, was auf allen Social-Media-Plattformen so läuft, weil alles bei Google nochmal durchgeht. Dann wird Google so der mächtigste Konzern der Welt.
Und alle anderen können dann auch noch bezahlen, damit sie den Filter von Google nutzen dürfen. Und selbst dann werden Upload-Filter nicht funktionieren, denn es wird immer irgendwas durchrutschen. Wenn irgendein Künstler vor 17 Jahren in Afrika irgendein Bild gemalt hat und das nicht in diesen Upload-Filter eingestellt wurde, ja, was passiert dann? Dann kann das hochgeladen werden und YouTube merkt es nicht. Oder die andere Plattform. Und was passiert dann? Dann kann dieser Urheber aus Afrika hingehen und die Plattform verklagen. Ja? Und wenn das einer macht, dann können die sich das vielleicht leisten, aber machen das Zehntausende, dann sieht es irgendwann schon arm aus. Diese komische Gesetzgebung mit Artikel 13, die kann überhaupt nicht funktionieren und deswegen muss man dagegen sein. Und das nächste Problem ist ja, dass gewisse Uploads erlaubt sind, zum Beispiel wenn sie vom Zitatrecht gedeckt sind, wenn man also aus einem Werk kurz etwas zeigt, um es dann intensiv zu erörtern und wenn man dann auch die Quelle angibt, dann ist es vom Zitatrecht gedeckt. Oder es gibt Kunstfreiheit, satirische Ausdrucksformen, wo ich ein Werk imitiere oder parodiere und so weiter. Und was ist denn, wenn der Uploadfilter das nicht erkennt, dass jemand von einer erlaubten Nutzung Gebrauch macht, zum Beispiel vom Zitatrecht? Ja, dann wird das Video einfach geblockt, ja. Und wenn man das aber benutzen wollte, dieses Zitat, um seine Meinung zu untermauern, ja, dann wird die Meinung einfach gleich mitgeblockt. Und weg ist die Meinungsfreiheit, ja. Das ist das Problem an Artikel 13. Und das haben nämlich so einige im Internet erkannt und deswegen zu Protesten aufgerufen. Und die ersten gab es ja schon. Ja, an den letzten Wochenenden, da waren ja schon tausende Menschen unterwegs, in Köln und in Berlin zum Beispiel, um gegen Artikel 13 zu demonstrieren. Und es wurde ein großer Termin immer wieder genannt, der 23. März. Und am 23. März, da soll es europaweit Demonstrationen gegen Artikel 13 geben, damit das EU-Parlament mal sieht, wie die Menschen darüber denken. Zumindest die Internetgeneration, sag ich mal, ja. Die anderen Herrschaften, die kriegen davon überhaupt nichts mit, weil nämlich die meisten Fernsehsender, Radiosender, Zeitungen dieses Thema überhaupt nicht aufgegriffen haben und die Leute da im Unwissen gelassen haben. Ja, und das ist einfach ein Riesenproblem. Also 23. Mai sollen diese Demos stattfinden. Und was macht jetzt die CDU? Die CDU setzt sich dafür ein, nicht nur für diese bescheuerten Upload-Filter, die übrigens ein Verstoß gegen den Koalitionsvertrag in Deutschland sind. SPD und CDU haben vereinbart, dass es mit ihnen keine Upload-Filter geben wird. Und was macht die CDU? Geht zum Europaparlament und setzt sich für Upload-Filter ein. Also da glaubt man doch, man spinnt. Und jetzt ist der nächste Streich von der CDU, das wurde gerade heute bekannt, dass sie die Abstimmung zu Artikel 13 im EU-Parlament nicht erst am 26. März durchführen wollen, nämlich 3 Tage nachdem europaweite Proteste stattgefunden haben werden. Nein, man will das jetzt nächste Woche schon durchboxen. Das will die CDU jetzt versuchen. Sie will jetzt versuchen, Artikel 13 schnell, möglichst still und heimlich, sag ich mal, durchzuboxen, um diesen ganzen Protestaktionen aus dem Weg zu gehen. Und da waren ja natürlich auch noch Projekte geplant. Größere YouTuber wollten da noch Filme zu produzieren. Kleinere YouTuber übrigens auch. Ich habe einen Vlog produziert, der soll am 22. März kommen. Da wird auch nochmal auf die Demonstrationen hingewiesen. Und das interessiert ja alles keinen mehr am 22. März, wenn das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist, wenn das EU-Parlament dann schon entschieden hat. Also liebe CDU, nein, nicht liebe CDU, beschissene CDU, wie kann man nur mit solchen unrechtsstaatlichen Methoden vorgehen? Erst verhandelt man hinter verschlossenen Türen eine Urheberrechtsreform, wo die Texte nicht veröffentlicht werden, damit die Öffentlichkeit mitreden kann. Das Ganze muss dann irgendwo geleakt werden, ja, also irgendwie durch Maulwürfe nach außen dringen, damit überhaupt mal Textentwürfe rausdringen, über die man reden kann. Und dann geht das hier so weiter, dass wenn man hört, dass die Bevölkerung sich jetzt zusammentut und Demonstrationen plant und Informationsvideos drehen will und solche Sachen, dass man dann versucht, diese Abstimmung vorzuziehen, damit das alles keinen Effekt mehr zeitigt und dann eben schon die Entscheidung getroffen ist und die Reform beschlossen ist, noch bevor das Volk überhaupt seine Meinung kundtun kann. Ist das eure Vorstellung von Demokratie? Was soll denn das bitteschön, ja? Geht jetzt hier mit der CDU der Rechtsstaat zugrunde? Also ich kann jetzt wirklich nur noch sagen, Hashtag nie mehr CDU. Zu Recht war dieser Hashtag 2-mal schon in den letzten Wochen in den Trends. Da kann man nur hoffen, dass diese CDU, jetzt hätte ich es beinahe ausgesprochen, unter die 10% Stimmen fällt bei den nächsten Wahlen. Egal, ob das Landtagswahl ist, ob das Europawahl ist, ja.
die haben keine zweistelligen Stimmen mehr verdient. Und wenn dann manche Leute sagen, sie hoffen, dass die unter der 5%-Hürde verschwinden, dann würde ich nach dem, was sie heute gebracht haben, ihnen sogar das wünschen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, so unrechtsstaatlich vorzugehen. Eigentlich lebt eine Demokratie davon, dass man gemeinsam über Gesetze diskutiert. Dafür gibt es ja auch Meinungsfreiheit. Und die Volksvertreter wählen dann im Sinne des Volkes, entscheiden sie sich dann für Gesetze und beschließen die. Aber doch nicht so, dass wenn die Bevölkerung, die ist der Souverän, wenn die sich mal zu Wort meldet, dann wird das einfach niedergemacht oder dann versucht man dem zuvorzukommen. Hallo, ihr seid Volksvertreter. Ihr seid keine Monarchen oder Oligarchen oder wie auch immer man das nennen soll. Ihr seid Volksvertreter. Hier fühlt sich aber überhaupt keiner mehr vertreten, ja? Also, darf nicht wahr sein, Leute. Spontan-Demo morgen soll es in Berlin geben. Informiert euch da mal. Save-the-internet.info/demos. Da stehen dann auch immer die Demonstrationen. Ich bin da leider morgen nicht dabei, weil ich dienstlich unterwegs bin und selbst da, wo ich unterwegs bin, bin ich die ganze Zeit am Arbeiten und komme leider nicht dazu zu demonstrieren. Deswegen muss ich dieses Video hier raushauen, weil ich auch hoffe, dass ich dadurch mehr Leute erreiche, als ich erreichen würde, wenn ich jetzt demonstrieren gehe. Aber geht ihr bitte demonstrieren und schreibt eure Meinung nicht hier in die Kommentare, sondern schreibt sie an Leute wie Axel Voss von der CDU, ja, oder schreibt doch einfach, twittert doch mal @cdu.de, was ihr von diesem ganzen Scheiß haltet, ja. Die CDU ist ja sogar so frech, dass sie behauptet, dass diese ganzen Beschwerdemails, die sie bekommen hat, Google-Bots seien, ja, nur weil das Gmail-Adressen sind, behaupten die einfach mal, Google hätte irgendwelche Computerprogramme losgeschickt, um Beschwerde-E-Mails zu schreiben. Die haben nicht mal gecheckt, dass es echte Menschen sind, die ihnen Beschwerden geschickt haben gegen diesen Artikel 13. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Erst diese Demonstrationen haben der CDU mal gezeigt, dass das echte Menschen sind, die dahinter sind, ja, und nicht irgendwelche Bots. Also, sag mal, wie bescheuert muss man denn sein? Und jetzt jammern sie rum, weil die jungen Wähler wohl die CDU nicht mehr wählen werden. Ja, wenn ihr so eine Scheißpolitik macht, ey, da fällt einem nichts mehr zu ein. Das Video ist jetzt leider länger geworden als 4 Minuten und auch nicht ganz so sachlich, wie es eigentlich hätte werden sollen, wenn ich es in aller Ruhe nächste Woche produziert hätte. Ging aber nicht, nächste Woche soll ja schon abgestimmt werden. Danke CDU, danke Merkel, echt.